Hertha BSC verliert aller Wahrscheinlichkeit nach ihren besten Stürmer. Juan Córdoba wird den Berliner Hauptstadtclub verlassen und aller Wahrscheinlichkeit nach zum russischen Erstligisten FK Krasnodar wechseln. Das haben zumindest schon beide Vereine offiziell bestätigt und es soll nur noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift folgen. Reden wir doch mal kurz über diesen Deal und was das für Konsequenzen für Hertha hat. Viel Spaß mit diesem Video. Also doch etwas überraschend wurde es nun von Hertha BSC verlautbart, dass sich Juan Córdoba, der kolumbianische Mittelstürmer, in Verhandlungen mit dem russischen Erstligisten Krasnodar befindet. Der 28-Jährige soll schon auf dem Weg Richtung Südrussland sein und steht auch dementsprechend vor einer Vertragsunterschrift. Auch Krasnodar hat schon etwas auf Twitter gepostet zu dem Thema Córdoba, also es scheint sich nur mehr um wenige Stunden zu handeln, bis der Stürmer bei Krasnodar als neuer Spieler vorgestellt wird. Das heißt, nach nur einem Jahr wurde der Stürmer für 15 Millionen Euro von Köln nach Berlin gewechselt ist, wird es schon ihn wieder weiterziehen und zwar Richtung Russland. Und viele Fans sind sich etwas uneinig, denn Córdoba gilt zumindest momentan beim Club als der beste Vollstrecker. Piątek ist ja momentan verletzt, Kunja auch sehr unkonstant und Selke natürlich nicht mehr. Auch der konstanteste hatte bei Werder eine schreckliche Saison. Deswegen ist dieser Wechsel jetzt von Juan Córdoba umso überraschender, weil dieser jetzt Richtung Russland gehen wird. Kurz zu Córdoba selber, er ist 28 Jahre alt, wie schon vorhin, er kommt aus Kolumbien, ist 1,88 groß, Mittelstürmer, ein extrem physischer Stürmer, also mit einer extrem großen Stärke und kann den Ball sehr gut festmachen, hat einen starken rechten Fuß und er hat schon Bundesliga-Erfahrung. Er hat zuvor, wie schon erwähnt, beim 1. FC Köln gespielt, wo er für eine sehr große Summe zum Hauptstadtclub gekommen ist, im Rahmen dieser ganzen Big City Club Einkäufe, die sich aber schlussendlich dann doch nicht wirklich rentabel oder rentiert haben, denn Hertha hatte nur ganz knapp den Abstieg verpasst und zuvor auch bei Mainz gespielt, davor auch bei Granada und noch in Mexiko, also er hat schon einige Stationen hinter sich, ist er schon 28, der gute Mann, und mit Krasnodar würde er jetzt in ein neues Land wechseln. Was ist genau hinter diesem Wechsel oder Gedankengang von der Hertha Hertha-Verantwortlichen steht, weiß man nicht. Freddy Bobic, der aktuelle Sportdirektor, der den Verein ja wieder umkrempelt sollte, hat da sicherlich irgendwie ein Mitspracherecht. Ob das jetzt vom Verein ausgegangen ist oder von Córdoba, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber was Hertha auf jeden Fall braucht, ist jetzt ein vollwertiger Ersatz. Denn wie gesagt, Piątek ist verletzt, Kunja nicht immer konstant, auch nicht dieser eher mehr dieser Spielmacher-Typ. Sie haben jetzt auch Selke zurückbekommen, der aber meiner Meinung nach wirklich kein Bundesliga-Stürmer mehr ist. Der braucht schon wirklich wieder gute Spiele, um wieder in seine ganz alte Form zurückzufinden. Auch für den aktuellen Trainer Paul Dardai wird das natürlich eine taktische Umorientierung brauchen, nachdem jetzt Córdoba der gesetzte Stürmer weg ist. Muss er neue Spieler integrieren oder vielleicht sogar einen neuen Stürmer verpflichten? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie das jetzt einfach so stehen lassen und keinen anderen Stürmer verpflichten, aber mein aktueller Stand ist, dass ihr wahrscheinlich bester Stürmer den Verein verlassen wird. Was ist eure Meinung zu diesem Deal? Schreibt sie gerne in die Kommentare rein, vor allem als Hertha-Fan oder als Fan der Bundesliga könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben, falls ihr eine habt, und vielleicht habt ihr noch ein bisschen mehr Insider-Wissen oder mehr Einschätzung über diese Situation, bitte auch gerne dazu in die Kommentare, ich diskutiere wie immer gerne mit. Gerne Video eine Bewertung da lassen und den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen, und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald und ciao.